Der 14. August, heute Dienstag. Schönen guten Morgen mit Kaffeepuls. Was fällt Ihnen so ganz spontan zu Amerika ein? Bibi? New York, ja. San Francisco, ja. Boston, L.A., Vegas, was Miami. Noch? Sonst nichts? Superstar. Cola, Burger, Superstars, Angelina Jolie, gute Filme, Hollywood. Und was ist mit den richtig fetten Autos, die so viel Benzin schlucken wie David Hasselhoff Alkohol? Ne? Das ist dann eher dein Fall, oder? Schon, ne? Ja. Die gibt es aber nicht nur in Amerika, die gibt es tatsächlich auch in Österreich. Und unser Redakteur Tom Trabitsch hat sich auf die Spuren begeben des American Way of Drive. The American Way of Drive. Seit vielen Jahrzehnten lebt Amerika eine ganz spezielle Liebe zum Autofahren. Große Autos, ballernde V8-Maschinen, ausufernde Formen, Heckflossen und gallonenweise Coolness im Tank. So sieht Mobilität à la Stars and Stripes aus. Ja klar, Stars and Stripes, Rock'n'Roll, fettige Burger und Nona, die Freiheitsstatue. Alles schwer amerikanisch, der sogenannte American Way of Life heute. Doch was ist eigentlich der American Way of Drive? Das muss irgendwas mit Autos zu tun haben. Man kann sich Hollywood-Filme ansehen, Bücher darüber lesen und seine Fantasie spielen lassen. Doch amerikanisches Fahrgefühl lässt sich natürlich nur am Steuer eines amerikanischen Muscle Cars erleben. Und in genau so einem bin ich unterwegs, einen Dodge Challenger SRT8. Vorne ein Monster von einem V8-Motor, hinten 425 PS auf der Achse, 6,1 Liter Hubraum. Nicht Verbrauch, amerikanischer ist nur mehr John Wayne. Ja. Doch vom bloßen Herumfahren alleine mag sich Tom der American Way of Drive nicht erschließen. Immerhin geht es ja um eine automobile Lebensphilosophie. Es herrscht Erklärungsnotstand im Südstaaten-Cockpit. Also ganz eingehen mag es mir aber nicht die Sache, weil wir Österreicher, wir fahren am liebsten etwas aus der sogenannten Golfklasse mit einem Dieselmotor, im Schnitt 105 PS und am besten in Mausgrau-Metallic. Ich brauche echte Experten, die mir aufklären in Sachen American Way of Drive und ich weiß auch, wo ich die finde. Auf zur Hot Summer Night. Vor den Toren Wiens finden von Mai bis September jeden zweiten Freitag in der Shopping City Süd ein US-Car-Treffen der besonderen Art statt. Hier stehen echte Chromjuwelen, Stoßstange an Stoßstange mit wild getunten Boliden. Neu neben alt, Hot Rod neben Lowrider. Ein friedliches Nebeneinander, schwer amerikanisiert, mitten in Österreich. Also macht Tom sich auf die Suche nach kundigen US-Experten. Die gibt es hier ja bestimmt zuhauf. Was ist für die der American Way of Drive? Gute Frage. In so einem Auto drin zu sitzen, wo man darüber nachdenken könnte, dass das vor 70 Jahren gebaut wurde, es ist noch immer da, das Flair, das zu riechen, alles, das Ganze drumherum, es ist einfach archaisch spannend, unglaublich. Ja, aber du hättest ja einen alten Mercedes auch kaufen können, aber du hast dich für einen Amerikaner entschieden, das muss ja einen Grund haben. Das hat den Grund, dass dieses Auto einfach so aus der Zeit des El Capones ist. Und ja, das ist einfach unbeschreiblich, es hat ein eigenes Flair. Ich selber habe einen 64er Chevy Impala Lowrider, ein Projekt, das ich seit einigen Jahren schon verfolge und nächstes Jahr wieder hier sein. Aber das ist kein Auto, mit dem du jeden Tag fährst? Nein, sicher nicht. Der steht in der Garage, Schönwetter, wird geputzt, gepflegt. Jede Spritdiskussion unnötig? Völlig unnötig. Egal was er braucht, ich fahre damit. Naja, also ich
beschäftige mich seit 20 Jahren mit amerikanischen Fahrzeugen. Es war eine Leidenschaft, die ich schon als Bub eigentlich mitbekommen habe. Und ja, mein Vater zum Leidwesen, ich habe schon als Bub gern gebastelt, habe meinen ersten Honda eingetauscht gegen einen Amerikaner. Und ja, bin dabei geblieben. Also wenn man, glaube ich, mit dem Virus infiziert ist, kommt man nicht mehr los. Die Hot Summer Night nähert sich ihrem Ende und Tom weiß nun, woraus der American Way of Drive besteht. Denn die typischen Zutaten dafür sind Liebe, Wahnsinn, jede Menge Hubraum und Prisefreiheit. Und wer jetzt noch nach dem Verbrauch fragt, hat's sowieso nicht verstanden. Ja.